So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Blau und Silber Synchro Lock Challenge. Oh ja, das letzte Mal immer noch bei den Strudelinseln und im Hauptquartier von Team Rocket. Nicht im Hauptquartier, aber in einem Versteck von Team Rocket. Und da war nichts tatsächlich oben, gegen den haben wir schon gekämpft. Also wissen wir Bescheid, das war ganz einfach der Ausgang. Ich weiß gar nicht, ist der Schutz doch aktiv hier? Ist denn der Schutz doch aktiv? Ich bin mir unsicher. Genauso wie ich mir unsicher bin wie... Upsala, Moment. Habe ich da gerade etwa Unordnung im Team gesehen? Ja, Midori von 26 muss natürlich weiter nach unten. So. Okay. Ich bin mir unsicher, Leute, sage ich euch ganz ehrlich, ob wir jetzt tatsächlich in diesem Part... Also, ich denke mal, wir kommen bis zur nächsten Arena in... wie auch immer das da heißt. Allerdings habt ihr mir ja gesagt, ich könnte tatsächlich Norbert schon viel, viel früher machen. Und das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir quasi erstmal bis zum Ort hingehen... Und dann vielleicht erstmal zu Norbert. Ich habe keine Ahnung. Also, ich glaube, ich habe mich immer noch nicht richtig entschieden. Die Sache ist, warum ich Hartwig ungern jetzt schon machen würde, ist, dass wir massivst unterlevelt sind. Also 30 ist Level Cap. Wir sind gerade hier Level 23 bis 26. Ich muss mal schauen. Erstmal gucken, wie weit wir kommen. Und erstmal hier den Superschutz aktivieren. Lol. Und dann geht's weiter nach unten. Es war wahrscheinlich echt der letzte Trainer, den wir da gemacht haben. Und... bin genau in dem Moment natürlich wieder umgekehrt. Aber wir dürfen hier bald wieder ein Pokémon fangen. Die Sache ist, ich glaube, hier zählte das, was wir... war erfolglos. Zählte das schon als Strudelinsel, was wir da gemacht haben? Ich weiß es nicht. Aber hier auf jeden Fall direkt noch ein Trainer, den wir noch nicht gemacht haben. Sadasa daneben eingesetzt. Schlitzer. Hätte ich doch mal einen Spiegeltrick machen sollen. Ja, warte, wie viel macht das Schaden? Nicht so viel. War aber auch kein Crit. Okay, pass auf. Spiegeltrick, Schlitzer, yeah! Wie genau sieht Spiegeltrick eigentlich aus, wenn so ein Vogel das einsetzt? Ich meine, irgendwie... auf irgendwas muss es doch beruhen, ne? Ich meine... wachsen da magische Arme, sonst irgendwas? Funktioniert das nochmal? Okay, alles klar. Muss ich auf den... na, da wechsle ich lieber raus. Da wechsle ich lieber... ah, ich war mir gar nicht heilen bei Blau. Burp. Dann will ich das gleich mal machen. Da sollte ich auf jeden Fall gut wieder rauskommen. Ich denke, hier hinter wartet auch dann schon Giovanni auf uns. Bevor der hier Wickel einsetzt, der Halunke. Gut, dass wir ihn jetzt erstmal besiegt haben. Okay. Gegen Goldini kommt Jans wahres Ich auf jeden Fall noch gut klar. Daran soll es nicht scheitern. Sehen wir hier, ja. Two-Hit KO. Oh, super Schall. Okay. Bevor wir jetzt wirklich dahin gehen, definitiv erstmal heilen gehen. Jan ist verwirrt. Schaffst du das? Jan. Yay. Jan, wie immer. Einfach der Beste, Leute. Perfekt. Perfekt. Oh, fast ein Level-Up. Aber leider nur fast. Dann sind wir wieder Spieler. Golking, ja, okay. Das, wow, sieht schon ein bisschen gestört aus. Da wechsle ich aber lieber mal. So. Und auf Trixie mal ein bisschen was machen. Trixie, bitte. Hau das Golking einfach weg. Ja, das ist noch in Ordnung, der Schaden. Mit dem kann ich noch leben. Allerdings mache ich leider auch nicht sonderlich viel Schaden. Aber der Routenschlagschub fehlt, wie auch immer das aussehen soll. Oder wie das funktioniert. Warum mache ich eigentlich nicht Doppelkick? Der ist doch stärker als Kratzer. Ich mache die ganze Zeit, schon seit Ewigkeiten, immer Kratzer. Weil der Doppelkick hat eine Stärke von 30 jeweils. Gucken wir mal. Ja, mache ich mehr Schaden? Ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Schaden. Habe ich irgendwie gar nicht gedacht. Das heißt aber, dass der Schnabel... der Schnabel sage ich schon, dass der Doppelkick falsch eingeordnet ist. Moment. So. Muss das dann aber sein. Okay, und da sind wir schon wieder unten. Und das ist die große Frage der Fragen. Kommen wir in diesem Part in... ich weiß immer noch nicht, wie die Stadt heißt. Ich werde die ganze Zeit Anemonia City sagen, aber da war ich ja schon. Nein. Der 420, sehr schön. Sehr, sehr schnieke. So, Untergeschoss 4 natürlich. Und die Karin wurde einfach so platt gemacht. Okay, schon ein bisschen weiter. Ich glaube, mein Trigger ist aber hier erstmal... Giovanni, ne? Giovanni. Percentage... der wird ein Rihorn benutzen wahrscheinlich. Ich glaube dann... warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht Sanic? So, dann triggern wir den Dialog hier erstmal. So, und dann können wir uns jetzt auch weiter bewegen.
noch ein paar Trainer, vielleicht, eventuell. Also hier geht's auf jeden Fall weiter nach Westen. Also wenn wir da jetzt links reingehen würden. Aber hier müssten wir wieder... Ja, und den haben wir schon, ne? Bitte sag mir, dass ich den schon habe. Okay, alles klar, perfekt. Perfekt, Megablock. Ich weiß nicht mehr, was das macht. Wenn ich jetzt hier nach links schwimme, habe ich gegen den schon gekämpft? Nee, tatsächlich. Boah, so viel, Leute. So viel zu entdecken. Immer wieder was Neues. Giftstachel, Leute? Auf Level 27? Nee, lass mal stecken. Was zum Teufel? Giftstachel, Leute, bitte. Wow, Rihorn mit dem interessanten Kopf. Ja, meine Verteidigung bei Trixie sinkt da gerade. Wissen zwar nicht, was Krabby groß einsetzen möchte, physisch gesehen. Klammer. Oh, ja, das könnte doch wehtun. Okay. Und da ist ein Kangama. Wahnsinn. Hab ich gar nicht aufgepasst. Was ist das für ein Krabby war das, genau. Kometenhieb. Trifft fünfmal, aber... Er trifft tatsächlich fünfmal. Macht trotz fünf Treffer nicht allzu viel Schaden, weil Sanix Verteidigungswerte einfach abnormal gut sind. Also, Verteidigungswerte. Der Verteidigungswert halt. Allerdings mache ich auch nicht den besten Schaden. Auf der anderen Seite. So, jetzt trifft man bitte nicht fünfmal. Wie wär's damit? Ach, komm schon. Wirklich? Als ob, Leute. Weißt du? Ich benutze mal eine Schlafattacke und der Gegner wacht instant wieder auf. Und er trifft zweimal hintereinander fünfmal mit Kometenhieb. Ja, dann muss ich jetzt tatsächlich hier... Oder war das damals so, dass die Attacke immer fünfmal trifft? Kann ja sein. So, gucken wir nochmal hier in der Richtung, ob da eventuell noch irgendetwas ist. Ich glaube aber, hier war ich schon. Der Schutz wirkt nicht mehr. Ja, Moment. Das kann ich ja nun nicht verantworten. Schutz wirken nicht mehr. Boah, 1000 Erfahrungspunkte. Ich glaube, das erste Mal, dass wir vierstellige Erfahrungspunkte bekommen. Hier ist das erste Mal, dass ich es wirklich wahrnehme. Giovanni, nein, ich habe kläglich versagt. Das stimmt. Und da kommt trotzdem ein wildes Pokémon. Weil es einfach zu strong ist. Ein Tentoxa. Heilige. Okay. Ah, muss es aber sein. Doxak werde ich wahrscheinlich nicht einfach fliegen können. Das heißt, ich muss jetzt hier... Ja, ich muss Joey reinschicken. Mit dem kann ich wenigstens davonlaufen. Okay, Leute, wir haben von Team Rocket hier alles geholt, was wir uns holen wollten. Perfekt, dann haben wir tatsächlich die Spielhalle doch eigentlich ganz, ganz gut hinter uns gelassen, ne? Muss man mal so sagen. So. Und du bist entkommen. Okay, dann schaue ich mal ganz kurz, weil hier müsste jetzt auch wieder noch eine Trainerin sein, die wir aber schon gemacht haben. Ne, ist gar keine Trainerin, aber du da? Ja, die haben wir schon gemacht. Wie das aussieht bei Blau. Ah, ich kann die Treppe nicht begutachten. Nicht betreten. Nichts. So. Und dann komme ich gleich hier wieder ganz links raus. Und die haben wir ja auch schon, ne? Genau. Alles klar. Keine Sorge, ich werde mich mit Blau gleich wieder vernünftig bewegen. Du, 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 du. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Anhaltspunkt? Ja, genau. Und jetzt könnte ich hier mal schauen. Ist ja noch irgendwo jemand. Ach, hier ist schon die Stadt, guck mal. Dann weiß ich gar nicht, wo der Routenwechsel war. Also hier müsste ich dann ja auf der nächsten Route schon sein, oder? Ne, ich bin nicht in Ammonia City. Hä, wo ist denn dann, was ist denn ja bitte die Route, wenn das alles schon Ammonia City ist? Ist ja eigentlich auch egal. Ist ja auch egal, Mann. Okay, dann gehen wir weiter. Denn eine Arena wartet. Während wir schon bei Silber kurz vor unserem fünften Orden stehen, haben wir hier noch nicht mal vier. Aber das scheint, glaube ich, nur so, als wären wir weit hinten. Jedenfalls hoffe ich es. Sonst müssten wir bei Blauber ein kleines bisschen aufholen, nicht wahr? Nein, ich will nicht surfen. Ich will ganz und gar nicht surfen. Schutz wirklich mehr, das ist in Ordnung. Dann erstmal ins Pokémon Center, Leute. Finally, wir sind angekommen. Und damit alles erledigt. Müssen wir nicht irgendwo noch eine Medizin... Ach ja, genau. Deswegen sind wir überhaupt erst hier. Ein Fotostudio. Nee, lass mal. Bin ich bei Blau denn schon bereit für die Arena? Eigentlich schon. 29 ist Level Cap. Ja, das ist alles in Ordnung. So. Hoffe ich nur, dass ich ihn richtig... Ja, da ist er auch schon, Leute. Die Arena. Aber erstmal ins Pokémon Center. Okay, da ist der Baum. Da ist das Zerschneiderbäumchen, was ich gesucht habe. Ja, bitte einmal heilen. Ich danke dir vielmals.
So, Sonic, einmal den Zerschnibbler. Und noch benutze ich einfach Schaufeln. Ich weiß auch nicht, warum ich das die tue. Weiß auch gar nicht, ist das hier nur für die Höhlen gut oder bringt sich das automatisch über zum Pokémon Center? Das weiß ich gar nicht mehr. So, wer bringt mir hier die Medizin, ist die Frage. Die Apotheke, okay, alles klar. Medizin, bitte einmal Medizin. Du da. Ich muss gerade mal kurz auf den Dialog da gucken, nicht, dass ich irgendwas machen muss. Der Geheimtrank, sehr schön. Sehr, sehr stark, wie die nur Notfällen an. Irgendwo kriege ich doch noch einen Potrot, ne? Ich bin bei Prismanis, ich habe gerade überhaupt nicht aufgepasst, wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Wo bin ich jetzt gelandet? Okay, pass auf, wir gehen erstmal in die Arena von Prismania City. Und dann schauen wir weiter. Müsste doch unten irgendwo... Ja, da ist es. Das habe ich gerade eben gekonnt übersehen. Flatsch! Okay. Wir könnten theoretisch jetzt bei beiden Spielen in die Arena gehen. Ich glaube, ich gehe bei Silber auch mal rein. Aber ich guck erstmal, wie die Pokémon sind. Weil wenn die mir zu stark sind, dann gehen wir erst einen anderen. Oh, 24, Level Cap ist 30, Leute. 30. Ich gehe trotzdem mal rein eben. Wir haben ja einige gute Pokémon, die auf jeden Fall hier gut was abfangen können. Ah, direkt zwei Kämpfe hintereinander, ne? Egal, komm. No risk, no fun. Hey, der Typ wieder hier. Hey, hey, diese Arena ist voller Frauen. Sagt er in den Remakes nicht irgendwie, diese Arena ist voller Trainer oder irgendwie sowas, dass es irgendwie zensiert werden musste? Maru auch immer. So. Kiki, Level 27, ja, das dachte ich mir. Das haut natürlich gut rein. Und es ist auch noch ein Kikli, das darf man nicht vergessen. Also ein Mega-Kick würde jetzt schon massivst wehtun. Ich hoffe einfach, Sprungkick. Okay, das ist nicht sehr effektiv. Außer es war ja noch kein Kampfattack, okay. Das ist tatsächlich nicht allzu viel. Kiklis Defensivwerte sind ja auch nicht so pralle. Da bin ich eigentlich noch ganz zuversichtlich. Sprungkick. Der Sprungkick. Ich benutze mal einen Trank. Nur zur Vorsicht. Und auf der anderen Seite Level 23. Das ist ja... Das auf der anderen Seite ist ja nix. Und der Tag geht daneben und der macht weiter und bricht zusammen. Genau. Jawohl. Bam. Wow, der macht ja gar nichts. Mittlerweile zieht das die Hälfte ab. Früher einfach nur so ein kleiner... Ich wette, wenn ich jetzt gerade das, wenn ich jetzt auf Silber, also wenn ich bei Silber den Sound jetzt angehabt hätte, hätten wir genau dieses Geräusch gehört. Dieses. Ihr wisst genau, was ich meine, das Geräusch, wenn man sich selbst verletzt hier in der ersten und zweiten Gen. Einfach nur ein ganz kleiner Sound. Nein! Boah, ich dachte schon, das war ein Crit. Eieiei, der hat aber noch ein bisschen mehr wehgetan dann. Und so, Kikli besiegt Schnieke. Und jetzt wird wahrscheinlich direkt der nächste auf mich zurennen. Da würde ich eigentlich gerne. Ja. Delay drin haben. Na gut, okay. Schauen wir mal. Hat der jetzt einen Nocturne? Wäre irgendwie fast schon passend. Ja, Nocturne. Frage ist, kann dieses Nocturne die Elementarschläge? Und die Sache ist, wie viel Schaden würde das denn Delay machen? Weil, ich meine, einerseits wäre er sehr effektiv mit dem Donnerschlag, andererseits hat er überhaupt keinen Spezialangriff, also kaum verfügbar. Feuerschlag, er hat die Elementarangriffe. Wie viel Schaden macht der Feuerschlag? Leider nicht wenig. Kometenhieb, ach um Gottes Willen. Wird es jetzt auch fünfmal treffen? Sag mal, trifft das, ich wollte schon sagen, trifft das immer fünfmal? So, ich glaube sowieso, Delay wird hier echt einen guten Job machen. So, vielleicht doch nicht ganz so gut, wie ich dachte. Kometenhieb. Aber Nocturne ist schon wesentlich gefährlicher als Kikli tatsächlich. Wir sehen, die spezielle Verteilung von Nocturne ist auch gar nicht so schlecht. Ich nutze noch einen Trank. Einen zweiten. Percentage auf der anderen Seite, den muss ich mir keine Sorgen machen. Der mäht sich dadurch die Gegner. Überhaupt keine Schnitte, Leute. Keine Schnitte. Oh, der Donnerschlag. Okay, tatsächlich krass. Und das ist... Der Crit! Ich wollte schon sagen, ohne Crit hätte mich das hart gewundert, wenn er so viel Schaden gemacht hätte. Ja. Ist schlecht. Ich hätte nicht reingehen sollen. Ich hatte ein schlechtes Gefühl, ich wusste das. Ich wusste es, war begründet. Okay, Jans war ist der Einzige, der tatsächlich was machen kann, weil mit den Elementarschwingen ist er effektiv gegen alles, was ich habe. Sollte aber Jan eigentlich ganz gut... Ja, easy. Sollte er ganz gut wegstecken. So, war eigentlich gerade eben Kometenhieb. Ist es gar keine Kampfattacke? Ich habe nicht gesehen, dass es nicht so effektiv war.
Kometenhieb. Kometenhieb kommt und siegt. Ich höre gerade auf, ich habe kaum Pokémon, die ich was gegen Erika machen kann. So wirklich effektiv jedenfalls. Bum, 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 bum. So, Nocturne besiegt, sehr schön. Jetzt kann ich mich erstmal direkt raus und heilen. Also die Arena würde ich schon noch ganz gerne machen irgendwie. Ich will nicht einfach weggehen hier, wenn ich schon mal da bin quasi, aber... Ach, ich bin unsicher, Leute. Ich bin so unsicher. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Also ich denke, bei diesem Part wird das sowieso nichts mehr. Ich kann in, also gegen die Arena-Leiter, gegen die Arena, gegen die Vortrainer traue ich mich noch zu kämpfen. Alles andere, naja, der Herausforderung wegen. Tenshi leider vergiftet, aber sollte das eigentlich auch ganz gut in den Griff kriegen. Ich meine, wir müssen eigentlich mal gucken, weil die Sache ist, auf eine Sache dürfen wir uns halt nicht verlassen. Und das ist, dass Einstein uns wieder carryen wird, weil der hat nicht nur Kampf-Pokémon, sein Signature ist auch noch ein Quappo, also besonders gefährlich. Deswegen bin ich da skeptisch, muss ich sagen, ob wir da viel machen werden. Gucken wir mal. Schicken wir erstmal Delay nach vorne. Einfach ein bisschen leveln vorher. Oder halt eben erst den anderen Weg gehen. Upsala. Mir fällt gerade auf, ich muss sowieso nochmal zurück, weil ich Stärke vergessen habe. Jetzt sehe ich es gerade da. Jetzt sehe ich es da gerade. Haben gegen die alle gekämpft hier? Gegen alle schon? Ich weiß gar nicht, habe gar nicht aufgepasst, weil... Okay, ja, haben wir schon. Die haben wir alle schon platt gemacht. Okay. So, Konfusion. Ja, der Vortrainer, der geht jetzt wieder hier. Karateschlag, ouch. Warum tust du mir das an? Ah, das sieht doch in Ordnung aus. Also zurück müssen wir sowieso, dann heißt es, eigentlich könnten wir, was wir theoretisch machen könnten bei Silber, Leute, wir könnten alles vorbereiten schon mal. Also quasi bis zu Norbert durchkämpfen und dann hintereinander weg Hartwig, Norbert und Jasmin platt machen. Ist vielleicht gar nicht so die schlechte Idee tatsächlich, wenn ich drüber nachdenke. Wenn ich so drüber nachdenke. Okay, also den Vortrainer sollten wir auch noch ganz gut Meister kriegen. Danach muss ich sowieso mich verduften hier. Muss ich mich verdünnisieren. Alter Maschok. Beim Maschok sieht man richtig an, dem hau ich gleich die Nase kaputt. Der wirft eine Welt auf mich, weißt du? In den heutigen Animationen wird man um die Welt geschmissen, beziehungsweise um die Versum katapultiert und hier schmeißt er einfach den ganzen Erdball auf uns. Der hat da gar kein Problem mit, der kennt da nichts. Der Karateschlag zieht nicht allzu viel ab. Also ich kann jetzt eigentlich auch in Ruhe trotzdem angreifen. Achso, so ein Crit. Nice. Sehr schön. Sehr schön. Das Geräusch, wenn man von Giftschaden nimmt, das klingt immer so übertrieben brutal. Na gut, Leute, dann auf geht's zurück nach Anemonia City. Ich habe jetzt vergessen, wie diese Stadt hier heißt. Nee, das ist doch Anemonia City. Und das da oben war Oliviana. Das stimmt ja doch. Anemonia war also die ganze Zeit richtig. Ich weiß nicht, wie das mit der Route da ist. Das muss ich irgendwie nochmal nachschauen. Oder jemand von euch ist mir so nett, mir zu sagen, ob ich jetzt auf den Strudelinseln wahrscheinlich nicht mehr. Wobei, Dupes Claws, so viele wilde Pokémon haben wir nicht gesehen. Ha, schwierig. Wenn irgendjemand das sich vermerkt hat oder so, dann kann er mir das gerne in die Kommentare schreiben. Oder kein Gegengift mehr? Oh, dann, wie der Baum einfach wieder geschlossen wurde. So, dann gehen wir auch erstmal hier raus. Ins Pokémon Center. Au. Au. Das sollte unser Smetbob auf jeden Fall durchhalten. Na gut, wenn ich jetzt so Umwege gehen muss, da bin ich mir nicht so sicher. So, werfen wir mal einen Blick drauf. Hey, Julian, lange nicht gehört. Na, du Lachsnacken. Findet mich auf Route 30. Stell dir vor, wir suchen dich aber nicht, also... Wollen wir auch nicht wissen, wo wir dich finden. So, einmal bitte einen Superschutz aktivieren. Ha, ich hätte das eigentlich direkt mitnehmen können am Anfang des Parts. Habe ich leider nicht dran gedacht. Leider, leider. Tut mir leid. Habe ich es eben wieder dran gedacht. Das kriegen wir da oben irgendwo. Das wird uns halt geschenkt irgendwie. Neben dem Pokémon Center oder so war das, glaube ich. So, willkommen im Pokémon Center. Wir heilen sie und machen sie wieder fit. Das heißt, wir werden den Part jetzt wieder da im Pokémon Center beenden, Leute. Wie immer. Irgendwie.
Ja, und dann überlege ich mir tatsächlich beim nächsten Part, was ich machen möchte. Ich bin nicht ganz sicher, nach wie vor. Okay, dann werden wir bei Blau jetzt auch nichts mehr Produktives tun. Wir haben auf jeden Fall schon eins geschafft. Wir haben die Arena zum Großteil geklärt. Und nicht nur das, wir haben auch... Klingt schön, oder? Bam, 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 bam. So. Okay, jetzt aber. Genug gegen die Wand gelaufen. Erstmal deine Pokémon werden benötigt. Jawohl, das kennen wir ja. Nichts Neues. Ich tendiere wirklich sehr stark dazu, echt erst zu Norbert irgendwie zu gehen. Ich glaube, das werden wir tatsächlich auch so machen. Aber Leute, das war's jetzt mal für heute mit Pokémon Blau-Silber Synchrolog-Challenge. Bis dahin. Ciao, ciao.